Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Fjordur. Ich habe es tatsächlich geschafft, irgendwie diesen Petri ohne abzustürzen hier herzufliegen, also ohne Stamina-Probleme. Das ist, ihr glaubt es mir eh nicht, weil ihr habt es nicht gesehen, aber es war so. ja, auf jeden Fall. War gerade verwirrt. Ich glaube, es lag am Lag, dass der nicht raus wollte. Und wir rennen hier durch. Das meiste ist hoffentlich noch nicht nachgespawnt, aber ein bisschen. Eieiei. Alleine ist der Dino natürlich nicht so stark wie mit einem Partner, mit Mate Boost, mit einem Pipapo. Deswegen rennen wir. Das war der falsche Weg. Soweit es geht, vorbei. Dass wir nur das Nötigste machen müssen. Und zwar hier hinten. Gekillt. Nein, das war auch noch das gute Männchen. Nein. Und der andere auch. Na toll, dann kann ich mein Zeug nehmen und versuchen rauszukommen. Ich versuche irgendwie. Ach scheiße, ich hätte ein Stück Stroh mitnehmen sollen. Versuche irgendwie an mein Zeug zu kommen. Vielleicht habe ich ein Stück Stroh in meinem Inventar, was ich pullen kann. Und dann damit. Um dann damit den Rest zu pullen. Natürlich nicht. Sind jetzt drei Sarkos, die voll. Vier Sarkos, die voll abgehen. Ich habe kein Stroh dabei. Mit Stroh könnte ich das jetzt alles pullen. Wegen dem Item-Collector. Scheiße. Alleine werde ich da unten komplett drauf gehen. Ich muss Stroh bekommen. Das heißt, ich muss hier wieder raus. Muss irgendwie an Stroh kommen. Ich spiele arg ja auch mit diesen Pullmods und so, ne? Nicht erst seit gestern. Dass ich aber auch nicht dran denke, mir jedes Mal, wenn ich gestorben bin, in einer Höhle, ein Stück Stroh mitzunehmen. Weil ein Stück Stroh kann mir hier dann, damit kann ich mir einen Transfer-Tool machen und kann pullen. Würde aber wahnsinnig gern wirklich mein Zeug da drin wieder kriegen. Ja, jetzt sterbe ich gleich wieder, weil ich festbugge. Ah! Meine Ausdauer. Scheiße, ey, Mensch! Vielleicht hätte ich mir doch noch direkt einen zweiten Dino mitnehmen sollen für Mate Boost und so. Oder das. Ich
Der Topo ist auch schon echt hoch, ey. So, also ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller ist, mir noch einen Dino zu holen. Da, noch einen zweiten Dino für Mate Boost, damit ich da durchkomme. Das Ganze überlebe ich. Ich habe drüben noch Flugtiere, ne? Ja. Oder ich komme direkt auf den Dino hier rüber. Das ist ja im Prinzip egal. Ich gehe mir noch einen Dino holen. Das hier war jetzt ein... Männlein oder Weiblein? Das ist ein Weibchen. Ich hole mir noch ein Männchen für Mate Boost. Und dann gehe ich da durch und dann rette ich irgendwie meinen Loot. So. Warte mal, mein Essen reiße ich mal mit hier rein. Ach Mann, ich hoffe, ich kriege meinen Loot wieder. Allein wegen der Pumpgun und der Armbrust. Vor allem die Armbrust. Ja, ich brauche hier wieder einen Gyro. Ich schmeiß mir das Einhorn raus. Da habe ich noch ein Dingens auf dem Dach. Einen Petri. Gehen wir mit dem jetzt auf Ausdauer und auf den werde ich mich dann draufsetzen. Denke ich. Genau, hier ist noch ein Petri. Ach so, in dem Wasser steht übrigens auch noch einer. ja. Chaos. Mehr sage ich dazu nicht. Ich habe mir das alles ein bisschen... Ich würde nicht sagen... einfacher vorgestellt, weil das an sich war es ja gar nicht so schwer. Ich habe halt nur... Ich habe halt Mist gebaut, ne? Das typische Nini-Chaos kam halt zum Vorschein. Und das hätte ich mir mal gewünscht, dass es ein bisschen ausbleibt. Aber da müssen wir durch. Das gehört ein bisschen dazu. Ich will jetzt gerade eigentlich nur noch meinen Loot retten und dann erstmal raus. Und dann werde ich das... demnächst nochmal mit Enterhaken und so nochmal neu probieren. Und dann sollte das hoffentlich klappen. Ich muss meine Dinos vielleicht nochmal ein bisschen leveln. Die neuen, dass ich auch wieder auf so ein schönes Grundlevel komme, wie bei den anderen, die ich hatte. Dass ich da eben schon ordentlich Ausdauer habe, auf dem ich reite und die anderen ein bisschen leben und so. Aber das sollte relativ schnell gehen, wenn ich den Cryos packe und ein bisschen was crafte. Dann reicht das wahrscheinlich schon. Oder ein bisschen Fleisch farmen gehen mit denen. Ich werde sowieso noch mal ein paar nachzüchten und hoffentlich mal ein paar schönere Werte irgendwann auch mal sammeln. Ich sammle zwischendrin immer noch mal ein paar Dino-Eier, aber bisher war noch nichts Schönes dabei. Deswegen hoffe ich zwischendrin auch immer mal auf ein paar Mutationen oder so, aber... bisher, naja, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Es braucht immer ein bisschen. Man kann ja nicht alles auf einmal kriegen. Ich glaube, beim Obelisken landen wir sicherheitshalber nochmal. Es ist übrigens, und das hatte ich schon fast wieder vergessen, in der Mod-Version waren gar keine Tülers an den Bäumen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, Memo hat das geschrieben, ja. Auch Memo hatte da nochmal dran erinnert, dass in der Mod-Version gar keine Tülers an den Bäumen waren und dass es hier auch sein kann, dass die auch nicht an den Bäumen spawnen. Ich will mich da aber ehrlich gesagt gar nicht so krass drauf verlassen, deswegen achte ich, wenn ich hier über die Bäumchen fliege oder an den Bäumchen lang, achte ich trotzdem immer nochmal drauf, ob da was dran hängt. Ich glaube, im Zweifelsfall würde ich es wahrscheinlich eh nicht sehen, aber... naja, versuche trotzdem vorsichtig zu sein. Gut, wie ich es eben kann.
Nur mit dem Petri kann ich nicht ewig hochfliegen. Also könnte ich, aber wenn ich gerade oben, dann habe ich schon wieder keine Ausdauer mehr. Deswegen muss ich Kompromisse eingehen und ein bisschen Risiko vielleicht. Der Baumstamm. Der richtige sieht so aus, ja. So, jetzt muss ich an Stroh denken gleich. Zwei Dinos und Stroh. Ach, da ist er gelandet. Ich dachte gerade, der wäre jetzt weg. 57. Das Problem ist, ich muss mich auf das Mädchen setzen. Weil die hier Rudelführer ist. Ich weiß, mir reicht ein Stück Stroh. Aber ich nehme jetzt lieber mehr mit. Ich baue mir auch direkt mal das Tool. Das sieht schon wieder besser aus mit dem Schaden und so. Da kann ich mich schon wieder durchschnetzeln, statt durchzuschummeln. So, komm mein Dino mit? Ja. Ah, ich habe wieder Sammeln nicht ausgemacht bei dem, ne? Und eieiei, mein Leben ist schon voll weit unten von eben noch. Ich muss das vielleicht mal eben hochheilen. Ach, jetzt halt. Oh, ich hätte wieder auf Ausdauer gehen sollen. Ich hab schon wieder nicht nachgedacht. Warte, wird der nicht zum, zum Rudelführer, wenn er ein Level dazu kriegt? Ja. Er hat jetzt ein bisschen mehr gelevelt. Sehr gut, dann kann ich auf dem dann mehr Ausdauer. Aber der hier muss ein bisschen hochheilen. Da muss ich dann das mit dem mit den Rohstoffen auch noch ausmachen. So, heile dich, heile dich. Oh Mann, ey. Was für eine Folge schon wieder, ey. Auch mit der letzten. Es fing so gut an hier, ne, in der Höhle. Ich war so optimistisch. Das ist so geil. Es läuft, es macht Spaß. Und dann kriege ich auf die Schnüsse, aber gewaltig. Bitte schneller. So, ich weiß, was ich mache. Ich mache jetzt hier ein Folgenende, sonst werden die Folgen wieder zu lang. Und dann schaffe ich auch ein bisschen mehr aufzunehmen heute. Ich mache hier ein Folgenende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Drückt mir die Daumen, dass ich meinen Loot irgendwie kriege. Ne? Bis morgen, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.